Ist es denn vielleicht ein Fehler im System, dass die Leute ohne Pass zu uns kommen und aufgenommen werden und wissen, dass sie eigentlich gar nicht abgeschoben werden können ohne Pass? Okay, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir ein Interview zu geben. Gerne. Wir würden jetzt erstmal ein Kennenlernspiel spielen. Ich gebe Ihnen ein paar Karten und Sie ziehen Ja. welche und beantworten die. Ich greife mal so aus der Mitte raus. Mit wem hätten Sie gerne ein Foto? Ja, ganz einfach, mit meiner Frau. Okay. Nein, also das steht für mich an erster Stelle und ja, sonst habe ich keine Idole in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich muss unbedingt mit jemand da ein Foto machen. Meine schrägste Angewohnheit ist, oh, gute Frage. Ja, das Problem ist, man selbst merkt das ja gar nicht. Mir fällt spontan da nichts ein. Okay. Also ich sehe dich, nimmt man mich auch mal auf die Schippe, aber das ist dann situativ und also, nein. Sicherlich habe ich auch eine Macke, wie jeder. Okay. Ja. Und vielleicht wollen Sie noch eine dritte Ja, zuletzt? dreimal ist Bremer recht, Genau. sage ich immer. Ich bin gebürtiger Bremer. Ein ausgefallenes Hobby. Ich glaube, ich habe ganz normale Hobbys mit viel Sport. Ich höre gerne Musik. Und wobei ich, wenn ich Musik höre, informiere ich mich auch viel über die verschiedenen Gruppenarten, über die Musiker, dass ich also Hintergrund auch habe. Das ist vielleicht Okay. dann das Ausgefallene dran, Ja, dass ich das dem der macht. Sache auf den Grund gehe. Vielleicht. Obwohl es lange her ist, möchte ich Sie nochmal beglückwünschen zum Wahlsieg damals mit 60%. Vielen Dank. Heutzutage ist es zumindest auf nationaler Ebene ja ungewöhnlich, dass das so klar ausfällt. Ja. Was glauben Sie, woran liegt das? Ich glaube, dass die Zeit damals einfach gut für mich war. Es war damals ein Trend, eine Welle zu der Zeit, als die Wahl in 2014 waren, sind zeitgleich mit mir ungefähr ein Drittel aller Bürgermeister mit deutlichen Ergebnissen gewählt worden und eben ein Drittel davon waren parteilos, genau wie ich auch. Okay. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie parteilos sind. Ja. Was hat das für einen Grund? Das hat den Grund, dass ich mich dem gesamten Rat verpflichtet fühle, der gesamten Stadt. Also für mich steht an erster Stelle, dass ich unabhängig sein möchte, dass ich nicht beeinflusst werde von einer Seite zu sehr und dass ich auch dann quasi keine Rechenschaft ablegen muss einer Partei. Wie sehr haben Sie sich denn in letzter Zeit mit den Interessen der Generation Z auseinandergesetzt? Ja, Generation Z. Also es gibt ja nun alles XYZ, davor Generation. Meine ist ja die sogenannte Babyboomer-Generation. Ich habe mich insofern damit auseinandergesetzt, dass ich überlegt habe, auch bei Diskussionen oder bei Veranstaltungen, wie erreichen wir diese Generation? Also ich sage mal Tageszeitung. Ja, die ist bei uns jetzt, sage ich mal, nicht Ist so. out. Absolut, Ja. weiß ich. Aber ganz viel aus dem regionalen Leben, politischen Geschehen, findet in der Tageszeitung, in der lokalen Tageszeitung statt. Und Ja. das findet wiederum ganz oft in den sozialen Medien nicht in der Form statt. Und ich habe manchmal die Sorge, was ich auch feststelle, ich selbst lese das mit auf Facebook, ich poste aus bestimmten Gründen nicht, selbst nicht, oder ich kommentiere nicht. Okay. Sagen wir es mal so, weil es immer eine Welle nach sich zieht, die sehr schwer zu beeinflussen ist. Ich lese aber mit und ich verhehle nicht, dass es mir Sorge macht, wie unkritisch teilweise Einträge, Posts, ganz egal in welchen Bereichen, übernommen werden und kommentiert werden, ohne man zu hinterfragen, ist der Wahrheitsgehalt denn da oder nicht? Ja. Und das ist eine Sache, da überlege ich auch schon, wie kann man da diese Generation dazu bringen, dass sie auch mal nachdenken und nicht sofort alles immer glauben, was da steht. Ja. Das hinterfragen. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Generation Z oder viele eine eigene Meinung haben oder diese eher von den Eltern beeinflusst wird? Da sind durchaus Meinungen da, aber ich bin mir nicht sicher, wie tief die reflektiert sind, also dass darüber nachgedacht wird. Es ist sehr stark ja auch in der Generation dort vorhanden, dass Idolen gefolgt wird. Diese ganzen Themen YouTuber, Blogger und dergleichen, das sind Strömungen, die auch entstanden sind, wo ich manchmal durchaus auch Verständnisschwierigkeiten habe. Einfach, wieso wird jemand so gehypt, gepusht und was für eine Botschaft sendet derjenige? Und das, die ja manchmal sehr flach ist. Ja. Also der Tiefgang ist nicht da. Das macht mir echt Sorgen. Okay. Ja? Also ich setze mich da sehr, 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 sehr mit auseinander, weil ich
Ganz klar, das ist unsere Generation, die in der Stadt hier künftig irgendwann mal in Verantwortung ist. Ja, wir fangen an mit der Umwelt und dem Klimawandel. Ja. Und mit Aktionen wie OHZ räumt auf, unterstützen Sie ja maßgeblich den Klimawandel. Ja. Warum? Ja, wir müssen das so. Wobei OAZ räumt auf, ich habe das schon ab und an bei Pressetermin gesagt, es ist schade, dass wir das brauchen. Ich persönlich komme aus einer Generation, wo man gelernt hat, einen Papierkorb zu benutzen, dass man das nicht wegschmeißt, achtlos. Nun gibt es ja auch Politiker, die sagen, es gibt keinen Klimawandel oder er ist nicht menschengemacht, auch Parteien. Zum Ja. Beispiel Donald Trump ist ja Ja. Klimawandelgegner. Haben Sie Verständnis dafür? Nein. Gut, wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, früher haben auch Menschen behauptet, die Erde ist eine Scheibe. Persönlich bin ich sogar der Meinung, ich weiß, da habe ich sehr viele Gegner im Bundesbereich, dass Bildungspolitik sollte dafür sollte der Bund zuständig sein, dass wirklich einheitliche Standards für alle Länder gelten. Das wäre jetzt meine nächste Frage, weil viele unzufrieden sind, dass zum Beispiel Bayern und Sachsen bei den Ländervergleich ziemlich gut abschneiden und Bremen und Berlin zum Beispiel die Schlusslichter sind. Aber da habe ich eine ganz klare Meinung. Also ich bin der Meinung, um einheitliche Standards zu haben und auch alle auf ein Niveau zu ziehen, müsste das vom Bund gesteuert werden. Werden wir einen Fachkräftemangel bekommen? Das ist ja nichts Anstößiges, ein vernünftiges Handwerk zu lernen. Im Gegenteil. Ja, mittlerweile ist es was Besonderes. Ja, und die lernen dort ja Fertigkeit oder können Dinge, die kann ich nicht, die kannst du nicht. Wenn jetzt das nächste Projekt, das jetzt im Spatenstich wird im August, September sein, sieht vor, dass alle Haushalte im Landkreis angeschlossen werden mit einer Mindestleistung von 50 Megawatt. Das führende Land Ja. 20 Mal so schnell Standard in einem Jahr. Und Ja, das sind ja da werden wir nicht erheblich so schnell große kommen. Ja, Unterschiede. ja. Also wir haben hier im Kernstadtbereich haben wir schon ganz viele Bereiche, wo wir 200, 400 Megabit haben. Nun sagte Angela Merkel sagte ja vor ein paar Jahren, dass Internet für uns alle Neuland sei. Wobei das so gut wie jeder schon genutzt hat, Ja. ist das ein Problem. Dann ist sie die Richtige, um für unsere Generation Z noch zu reagieren, regieren. Nee, da sollte sie doch ein bisschen mehr. Sie hat ja jetzt neu mit der Dorothea Beer quasi einen digitalen Minister, Staatssekretärin berufen. Das ist, glaube ich, auch richtig. So ein sehr umstrittenes Thema, wenn nicht sogar das umstrittenste, ist ja Migration, Zuwanderung. Ja. Können Sie denn aber die Leute verstehen, die sich nicht unbedingt an deren Sitten anpassen wollen? Also jeder hat natürlich einen anderen Zugang, eine andere Meinung. Aber ich sage immer, jeder sollte versuchen, mit einem Menschen ins Gespräch zu kommen. Und Nun gibt es ja auch 200.000 ungefähr an der Zahl, es sind glaube ich ein paar mehr, die abgeschoben werden müssen, die abgelehnt ja. sind, aber nicht abgeschoben werden. Warum ist das so? Ja gut, das ist eine komplizierte Rechtsmaterie. Ganz oft hängt es damit zusammen, dass sie ohne Papiere hier sind. Die aufnehmenden Staaten verlangen ja immer einen Identitätsnachweis. Dieser Identitätsnachweis besteht aus einem, ich sag mal, Pass oder Passersatz oder wie auch immer. Ist es denn vielleicht ein Fehler im System, dass die Leute ohne Pass zu uns kommen und aufgenommen werden und wissen, dass sie eigentlich gar nicht abgeschoben werden können ohne Pass? Ja, gut, aber wenn Sie jetzt da sind, wenn Sie hier deutschen Boden betreten, dann sind Sie Sind da, sie da dann und müssen dann wir kann uns um man Sie sie, kümmern. genau. Also das ist unser Gesetz so. Aber andere Länder wie Österreich zum Beispiel weisen die jetzt hier an der Grenze ab Ja. und es funktioniert ganz gut. Ja. Und hätten wir das, müssten wir das machen oder hätten wir das früher da machen sollen? Aufgrund unserer bestehenden gesetzlichen Bestimmung konnten wir es nicht. Am Ende ist das Gesetz ja schon ziemlich alt, es wurde nach dem Krieg gemacht. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wenige zu uns kommen wollten damals. Na, Damals war also das nach so. dem Krieg, es gab Ja. Gastarbeiter natürlich, aber Ja. es. Aber das war ja erst am Beginn mit dem wirtschaftlichen Aufschwung Anfang der 60er. Erst die Italiener, dann die Türken, die dann kamen, wo im Prinzip die gesamte Stahlindustrie, Werftenbau, Autoproduktion, wo dann ganz viele auch reingekommen sind. Das war das Wirtschaftswunder im Prinzip. Da hatten wir gar nicht genug Arbeitskräfte in dem Bereich. Aber in der Tat, das wäre schon eine Sache. Da wäre ich auch für ein Einwanderungsgesetz. In Deutschland bekommt man ja mit Abstand am meisten Geld als Asylbewerber oder als Angenommener. Sind das die falschen Anreize vielleicht? Ich glaube, auch da wird ja das gleichgestellt mit dem Sozialhilfesatz. Sind ja relativ ähnlich die Sätze und da ist es schwierig, da zu differenzieren. Da würde ich auch nicht differenzieren.
Dann kommen wir zur Rente und Pflege, auch ein schwieriges Thema. Ja. Sind Sie denn zufrieden mit dem deutschen Rentensystem? Ich glaube, dass unser deutsches Rentensystem, es ist gut. Wir haben ja immer noch einen gewissen Satz, der auch gezahlt werden kann. Eine zusätzliche Absicherung, nicht unbedingt Standard war. Es gab zwar früher Betriebsrenten noch zusätzlich, Einzelne haben auch Lebensversicherung gemacht, oder, aber es war in Deutschland nicht so ein Stand, wie das in anderen Ländern der Fall war, wo auch ein Stück weit die Eigenversorgung immer ein zweites Standbein war. Und Aber am Ende dazu, die Leute, die jetzt schon gerade über die Runden kommen, nur können ja keine Zusatzversicherung abschließen, ist einfach kein Geld da. ja, da differenziere ich auch sehr deutlich. Die Menschen, die heute, ja, es wird ja ganz oft, viele haben weniger als 800 € Rente. Da würde ich auch gerne mal auf den Lebensbiografien reingucken. Da müsste man deutlich mehr, man hat ja angefangen, dass man Erziehungszeiten anrechnet. Da bin ich der Meinung, das müsste man deutlich ausbauen. Absolut. Also um genau diese Würdigung, also dass das quasi als mehr Punkte in die Rentenversicherung mit einberechnet wird. Und nun hat Alexander Jorde ja in der Wahlarena in der ARD letztes Jahr für sehr viel Aufsehen gesorgt, mit der Pflege vor allem, und hat auf viele Missstände aufmerksam gemacht und Ja. die Regierung dafür stark kritisiert. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, hat er recht. Hat's doch gehalten, oder wie? Ich hoffe. Ich hoffe.